Brüssel, EU-Parlament. Hier möchte ein Mann verhindern, dass Europa zu einer Gefahr für den U-Hudler wird. Thomas Weitz sitzt für die österreichischen Grünen im Europäischen Parlament. Direktvermarktung in Bioqualität von kleinen und unabhängigen Weinbauern, das alles kann der U-Hudler bieten. Und deshalb hat Thomas Weitz mit seinen Mitstreitern schon einmal für die Liebe zum U-Hudler gekämpft, als es darum ging, ihn europaweit zuzulassen. Vor allem auf der europäischen Ebene gab es einen massiven Gegenwind. Ich habe das hier selbst erlebt. Ich habe in der letzten Periode die Marktordnung mitverhandelt, also die GAP-Marktordnung. Und da kam der Widerstand ganz klar aus den etablierten Weinregionen. Warum kämpft der Agrarexperte besonders für den U-Hudler? Und vor allem, es ist eine Sorte, die ja kaum Pestizide braucht, mitunter gar keine Pestizide, die auch mit dem Klimawandel sehr viel besser fertig wird wie andere Sorten. Also für die Landwirte hat das einen enormen Vorteil. Für diejenigen, die Spritzmittel verkaufen, hat das einen enormen Nachteil. Der U-Hudler ist also in die Schusslinie der Agrarlobbyisten geraten, die sich vor laufender Kamera nicht kontra Direktträger äußern wollen. Thomas Weitz kennt deren Argumente und berät mit seinem Team Strategien, wie dem Underdog U-Hudler am wirkungsvollsten geholfen werden kann. Und dabei hilft offenbar auch der Klimawandel.